Hallöchen, im heutigen Call of Duty Cold War Video sprechen wir über Outbreak. Der neue Modi wird natürlich ab Donnerstag durchstarten. Mit dabei wäre nochmal ein Event für alle, die hier kein Call of Duty Cold War besitzen. Ihr könnt bis 4. März natürlich hier alle Modi probieren im Multiplayer und auch den neuen Outbreak Mode. Und für alle nochmal kurz der Outbreak Mode erklärt. Wir bekommen natürlich hier Untote auf den Feuerdruckkarten. Mit dabei wären auch noch hier Tränke, Wunderwaffen, Packer Punch oder natürlich hier eine Menge Bossgegner und Aufträge, die ihr erfüllen könnt. Natürlich spielt ihr hier im 4-Mann-Team gegen die Untoten und auch gegen andere Spieler. Und natürlich werde ich den neuen Modi für euch live übertragen. Wenn ihr drauf Bock habt und ihr noch neu vorbeischaut, gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren für weiteren Call of Duty Cold War Content. Und eine kurze Anmerkung, natürlich werde ich hier weiterhin eine Menge Call of Duty Cold War Multiplayer Content für euch hochladen und auch live übertragen. Aber ich denke mal, für ein paar Tage wird die Outbreak den Hype übernehmen. Ich bin mal richtig auf den Mode gespannt und natürlich der Trailer war richtig geil. Wenn ihr euch den Trailer angucken wollt, gerne dranbleiben. Und Leute, Film ab! All teams, field ops deploying in outbreak zone, ready to work. You said to come, baby, you got a license for life. And if it expires, free help! Let's do this. Who else wants some? C4 going out. HPT eliminated. I got your back. Strike team, get to the rover and proceed with escort. Time to go. Stay with the rover as it scans for a stable dimensional entry point. That never gets old. This should be fun. Recover the Aetherium and load it into the extraction rocket. You fucked with the wrong girl. We haven't fun yet. Raptor 1, strike team ready for evac. Yo, hier bin ich wieder. Natürlich, der Call of Duty Cold War Outbreak Trailer wurde richtig geil gemacht. Ich denke mal, Pack-a-Punch-Waffen, Wunderwaffen und die ganzen Untoten auf der Karte werden richtig Laune machen. Und ich bin auch mal gespannt, wie man dann miteinander und gegeneinander kämpfen wird. Natürlich könnt ihr eure Meinung mal drüber unten in den Kommentaren teilen. Und natürlich noch eine wichtige Anmerkung, ab den Donnerstag 8 Uhr könnt ihr runterladen, in etwa 12 GB auf jeder Plattform. Mit dabei wären natürlich nicht nur Outbreak, wir hätten auch nochmal neue Multiplayer-Waffen wie die Pharah und die SC-10, nochmal neue Multiplayer-Karten und viel, viel mehr. Wenn euch dafür interessiert, gerne vorbeischauen, ich habe bereits ein Video drüber hochgeladen. Und weitere Leaks, Ankündigungen und Live-Übertragungen findet ihr auf meinem Kanal. Jo, natürlich werde ich dann am Donnerstag auch live übertragen mit dem neuen Outbreak-Mode. Wenn ihr da mitmachen wollt, dürft ihr mich gerne adden über Xbox oder natürlich über Activision. Und jo, weitere Informationen findet ihr wie immer auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Natürlich, meine Freunde, haut rein, goodbye und bis zum nächsten Video.